Herzlich willkommen bei der nächsten Ausgabe von SmackDown vs. BCW und wir nähern uns immer weiter dem SummerSlam und wir haben eine schöne Card. Wir starten mit einem Tag Team Match. Die RK Bros treffen auf Mysterio und Goldberg, Team WCW. Und das setzt mal ein Zeichen. Goldberg und Mysterio, das neue Tag Team. Wer weiß, wer weiß. Dann haben wir ein Triple Threat Match der Diven, Bliss, Belair und Becky Lynch. Und das gewinnt Becky Lynch. Big Time Bags ist auf einem guten Weg beim SummerSlam ihren Titel zurückzuholen. Mal gucken, ob sie das auch dann schaffen wird in einem Triple Threat Match. Wer weiß. Dann haben wir Ford und Dawkins, die ehemaligen Champions, gegen die neuen Champions Wheeler und Harwood. Und das gewinnt Wheeler und Harwood. Souverän, die Tag Team Champions setzen sich durch. Dann haben wir wieder ein Match. Champion vs. Champion. Der WWE Champion gegen den Intercontinental Champion. Und Roman Reigns packt einen aus. Und nun kommen wir zu dem eigentlichen Schmanker. Es ist John Cena. Es ist John Cena. Und der Head Manager von SmackDown trifft höchstpersönlich an gegen Cody Rhodes im Main Event von SmackDown. John Cenas großes Comeback. Da ist es. In den letzten Tagen haben wir immer nur gehört von Cena, er schießt einen nach dem anderen gegen Brock Lesnar und selber ist er nun hier in diesem Match gegen Cody. Zack, und haut erstmal einen German raus gegen den American Nightmare. Cena geht aufs Top Rope. Cena kommt mit dem Elbow Drop und der kommt durch. Was ein Elbow Drop von John Cena. Boah, Facebuster. Und eine Powerbomb. Cena hat richtig Bock. Zack, dann kommt die Powerbomb. Tja, John Cena, meine Damen und Herren. Eine interessante Situation, die wir hier haben bei SmackDown. Zack. Und Rhodes schmeißt ihn weg. Ich bin sehr gespannt. Cody Rhodes hat in letzter Zeit sehr viele gute Aktionen gezeigt. Und hat sich auch als... Was ein Elbow Drop! Hat sich so weit gebuckt, dass er bei dem SummerSlam und die WWE Championship antritt. Es ist übrigens bestätigt, John Cena hat es noch getan vor diesem Match. Beim SummerSlam im Main Event werden wir ein Triple Threat Match haben zwischen Cody Rhodes, Roman Reigns und Bryan Danielson. Und es wird nur um die WWE Championship gehen. Oh, da kommt der Springboard Kick und der Elbow Drop. Bedeutet, gewinnt Reigns. Ist Straits Intercontinental und WWE Champion. Gewinnen sowohl Bryan oder auch Cody Rhodes sind sie dann weiterhin nur WWE Champion und der Intercontinental Champion bleibt Roman Reigns. So. Und dann haben wir diese Stipulation auch erklärt. So, was bei BCW dann noch passieren wird. Was mit Tommaso Ciampa und McIntyre und Owens und hast du nicht gesehen passieren wird, das sehen wir dann. Aber erstmal konzentrieren wir uns auf diese Jackknife-Ansetzung von Rhodes. Und die kommt durch. Jackknife Powerbomb gegen John Cena von Cody Rhodes. Das kann man aber, ne? Hat man so häufig auch noch nicht gesehen, dass der Mann sowas rausholt. So. Das ist der zweite Main-Event hintereinander, den Cody Rhodes betreut. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. So. Was macht Cena? Cena macht gar nichts. Cody Rhodes macht nämlich was und zeigt wieder diese Jackknife. Und die ist super. Diese Jackknife war super Cover. Eins, zwei. Cena ist noch da. Zwei wäre jetzt auch vielleicht ein bisschen wenig gewesen. So, Rhodes. Was macht Rhodes? Rhodes kommt mit den Rhodes. Cody Stunner. Was ein Stunner. Der Rhodes Stunner, man kennt ihn. Aber was macht Cena? Was macht Cena? Zeigt einen Scoop Slam. So.
Cena und die Klotz in die Mitte und dann kommt der Five Knuckle Shuffle. Man kennt's. John Cena und der Five Knuckle Shuffle. Zack, und er kommt durch. Five Knuckle Shuffle. Eins, zwei. Cody Rhodes ist da. Macht den Five Knuckle Shuffle. Cena, macht er jetzt den AA? Macht er jetzt Ende? Ja, AA von Cena. Cena mit dem MMA Cover. Eins, zwei. Es ist Brock Lesnar. Cody Rhodes kickt aus dem AA aus. Cena ist beschäftigt mit Lesnar. Cena ist beschäftigt mit Lesnar. Da kommt der Crossroads. Crossroads von Cody. Cover. Nach dem Crossroads war's das. Eins, zwei. Nein. Oha, da war die Ablenkung. Da war die Ablenkung. Da wieder Springboard Leg Drop. Was müssen die beiden hier machen? Noch ein MMA. Kick Rhodes aus. Cena kickt nach dem Cutter aus. Ein Finisher-Fest vom Feinsten. Oh, Cena, jetzt vielleicht. Oh, Cena, wird es eine Powerbomb? Nein! Rhodes kontert. Was immer das werden sollte, Rhodes kontert. Devastating! Boah, mit dem Flatliner. Oh, eine harte Aktion. Geht in die Armbar über. Cody Rhodes zeigt hier richtig gutes Showcase gegen John Cena. Gegen seinem Chef. Und da kommt der Throb Thrust. Bam! Und Cena ist erledigt. Cover. Eins. Rope Break. Cena kann seinen Arm noch an das Seil bringen. Natürlich ist die Frage, was kann ein Cody Rhodes jetzt zeigen? Der sieht, dass Cena alles gegen alles irgendwie eine Antwort hat. Da kommt die Sunset Flip in der Ringecke. Cover. Eins. Rhodes da. So. Okay. Eine Art Camel Clutch. Ja, eine Variante, die ich so auch nicht gesehen habe. Cody Rhodes kann aber wieder stehen. Cena muss aufbrechen. So. Cena läuft immer hinter Rhodes, aber ich weiß nicht, was er vorhat. So, und Rhodes zockt doch mit dem Bein, hat Schmerzen anscheinend. Cena zieht den American Nightmare. Und möchte zum STF ansetzen. STF von Cena. Oh, muss Rhodes tappen. Muss Cody Rhodes tappen und Rhodes tappt. Cena gewinnt mit dem STF gegen Rhodes. Und Cody wird dadurch besiegt. Das ist sehr ungünstig für ihn. Und John Cena rastet richtig aus. Er hat richtig Bock. Der Chef von SmackDown höchstpersönlich hat sich gezeigt und hat bewiesen, dass er es noch kann. John Cena gewinnt den Main Event von SmackDown. So. Nachdem Cena einen fulminanten Sieg gegen Rhodes hat und Lesnar sich auch eingemischt hat, aber das nichts gebracht hat, kommen wir zur grün-schwarzen Brand und wir starten mit Water gegen Jinder, den Inder. Und Water mit Hilfe des Imperiums gewinnt gegen Jinder Mahal. Wichtig und richtig. Roderick Strong gegen Keith Lee in einem Abrissmatch. Roderick Strong, ja, einfach Strong. Jetzt willst du sagen, Corey Graves hat sich reanimiert, ist wieder, hat eine Ringfreigabe bekommen und hat nun Shawn Michaels vor sich. Ja, und der Heartbreak Kid, der Showstopper, Mr. WrestleMania, stoppt Corey Graves' Siegesserie. Dann haben wir den Champion Ciampa, der gegen Joe trifft und Joe besiegt den World Champion. Was
ein Ding. Kam überraschend. Samoa Joe also hat Bock. So, und in der Zwischenzeit haben wir Karrion Kross gegen Drew McIntyre. Drew McIntyre verliert gegen Kross, was auch sehr merkwürdig ist. Drew McIntyre hat sich eigentlich in eine gute Position gebracht gegen Ciampa, aber durch diese Niederlage wird da vielleicht doch was geändert im Title geschehen. Man weiß ja nicht. So, und der Main Event, den wir uns heute angucken, das ist ein Tag Team Champ. Das ist ein Tag Team Match. Und es ist, ja, Sting und Finn Balor, die eigentlich ja gegeneinander in einer Realität stecken, kämpfen heute zusammen, hat Triple H befohlen, gegen MVP und Cedric Alexander im Ring gegen das Hurt Business und Shelton Benjamin und Bobby Lashley assistieren währenddessen außerhalb beim Ring. So, Sting und Alexander sind die ersten beiden, die in dieses Match gehen. Und Sting haut es mal raus. Und knallt Alexander gegen das oberste Ringseil. Boah, der Klatsch geht daneben. Zack, Chop, noch ein Chop. Harte rechte Standing Dropkick noch hinterher von Alexander. Hey, die Frage ist, was kann Sting machen? Was kann Sting machen? Der alte Mann. Wozu ist er noch fähig? Der ist Mitte, Ende 50, glaube ich, ne? Irgendwie so. Das ist auch natürlich auch eine harte Herausforderung. Und das ist ein Python! Das war ein Facebuster, mir schon klar, aber das hatte so Ähnlichkeiten vom Styles Clash. Sting hat Bock. Federhase auf jeden Fall. Aber Cedric natürlich auch. Cedric hat auch Bock. Und rennt gegen Sting an. Vergeblich. Piledriver! Aua. Ja, Sting hat erstmal Alexander getötet. Jetzt kommt Finn Balor. Mal gucken, was der kleine Finn noch machen kann. Und der covert natürlich direkt. Eins, zwei. Boah, das wäre jetzt wild gewesen. Finn, konzentrier dich mal nur auf Cedric. Zack, Elbow Drop. Oh, ein Clover Leaf von Balor. Währenddessen MVP mit Exploder gegen Sting. Alexander kann sich befreien. Aber kommt noch nicht zu einer Slingshot. Und da kommt der Dropkick. Hinterher. Ja. Ja, Finn. Was macht Finn? Finn covert. Nach dem Basement Dropkick. Und ein Slingblade. Zwei. Alexander ist noch am Leben. Boah. Und kriegt die harten Kicks von Bella ab. Und beide mit einer Jumping-Aktion. Niemand kann treffen. Finn Bella allerdings vorteilhafter. Mit dem, was er gezeigt hat. Ich finde erschreckend, wie Sting und Finn Balor harmonieren. Die sind eigentlich in einer Fehde gegeneinander, aber dann zeigen die so viel Talent und so viel Können. So, MVP ist nun drin. MVP gegen Sting. Auch eine sehr kuriose Geschichte. Oh, Standing Dropkick. Hat Sting aber gar keinen Bock drauf. Kick-Kombination geht daneben. Form Smash von MVP kommt durch. Bam! Und das Knie. Auch hart. MVP und das Knie hart durchgesetzt. Jetzt hat der Alexander wieder drin. Und der kommt. Was war ein sehr wilder Move. Eins, zwei. Ich weiß nicht mal, wie ich den Move von gerade eben nennen soll. Der war sehr, sehr kurios. Lumberjack. Aua. Eins, zwei. Sting kommt raus. Der Lumberjack, der tut immer weh. Boah. Bei dem Splash geht daneben. Und dafür geht Sting aufs Top Rope, natürlich. Und Sting haut einen Elbow Drop drauf. Gegen den Rücken von Alexander. Das tut weh. Cover. Eins. Nur bis zwei.
Oh Mann. Oh, ein Stomp. Gegen das. Oh, und Alexander blutet richtig. Und der Cut hat wehgetan. Claw von Sting immer noch. Oh, dieser Kick. Ach, guckt, wie Alexander blutet. Bam. Jumping Elbow Drop. Oh, wie Alexander blutet. Sting ist raus. Der kann ich mir. Sting ist tot. So, und MVP feiert sich natürlich. Die Platzwunde von Alexander, Alter. Die ist böse. MVP bringt Sting wieder zurück ins Match. In den Ring zurück und da! Scorpion Deathlock von Sting, da ist er! Der Scorpion Deathlock, da ist er. Muss MVP tappen. Muss MVP tappen und Sting. Ja. Face Paint ist immer noch on point. MVP kann rauskommen. Atomic Drop. So, was macht Sting jetzt? Lässt sich viel Zeit. Im zweiten Anlauf. Kriegt er den Suplex durch Cover. Eins. Nur bis eins. MVP ist noch da. Irgendwie bei Bewusstsein. Fragt mich nicht wie, aber MVP lebt doch. Und dieser Scorpion. Und hier wird gebohrt. Alter, was soll denn das? Ich hoffe, das ist nicht allzu laut. So. Was macht Finn Balor nun gegen MVP? Finn Balor schmeißt MVP erstmal gegen die Corner. Oh, das wird der Shotgun Dropkick. Shotgun Dropkick! Und was ein Shotgun Dropkick. Cover. Eins. Zwei. Alexander. Kann auch intervenieren und dazwischen greifen. Jetzt kommt Balor erstmal und schmeißt Alexander raus. So, nur noch MVP und Balor im Ring. Was kann Finn Balor machen? Was kann Finn Balor machen? Rolling! Rolling Clothesline erstmal. Und er geht auf Top Rope. Wird das der Coup de Gras? Wird das das Ende? Nein! MVP kann sich noch wegrollen. Oh Mann. Oh Mann. MVP. Ja! Bam! Der Elbow. Cover. Eins. Zwei. Boah, cocky MVP. Cocky MVP. Ja, das bringt Bell auf die Palme. Zack. Mit dem Kick. Zeichen gesetzt. Cover. Eins. Zwei. Cedric Alexander. Ist noch da. So. Und jetzt eskaliert es richtig. Snap Suplex außerhalb des Ringes. MVP. Butterfly Suplex. Oh Mann. Chaos bei BCW. Ladies and Gentlemen. Chaos. Und jetzt haut Finn Balor einfach nochmal Jetten Benjamin in die Fresse. Dinge gibt's hier jetzt nicht. Wir sind bei 5. Finn, du solltest aufstehen. Oh, danke, Shelton. Sehr lieb von dir. MVP vergreift sich in der Zwischenzeit an Sting. Okay, es eskaliert einfach richtig. Finn! Okay, Finn hat sich bei 9 gedacht. Ich komme jetzt in den Ring zurück. MVP tauscht mit Shelton. Ich meine mit Cedric. Bobby Lashley hat bisher steht einfach nur dumm rum. Denkt sich auch so, ja, lass ich mal machen, ne? Zack, bam. Back Body Drop. Oh, sind Facebuster. Eins, zwei. Sting war aber noch da. Boah, was ein Kick.
Elbow Drop. Okay, und Cedric sagt, es ist Schluss, aber Finn kommt, zack! Jawbreaker, Kick! Redemption, Bella, das, oh. Was ein Konter von Cedric Alexander in ein Jumping DDT. War schon sehr wild. So. Was macht Bella? Was ein German Suplex! Kommt er, der Coup de Gras? Nein, der kommt natürlich nicht. Wim Bella zeigt Double Axe Handle. Und ein Cover hinterher nach dem Double Axe Handle. Ich glaube, das war's nicht. Eins, zwei. Nur Finn Bella hat Bock. Und Finn Bella hat Bock. Vor dem Smash. So, kommt jetzt der Coup de Gras. Nein, Body Splash. Cedric Alexander leidet. Und ein Hurricanrana. Warum denn auch nicht noch ein Hurricanrana? Bam, Stomp. Eins, zwei. Wollte schon drei sagen, bin ich ehrlich. So, was macht nun Sting? Sting hochgeflogen! Cover! Eins, zwei, drei. Keine drei, Alter, das ist ja ein Abriss. Das hier ist ja unmenschlich, was die hier machen. Das ist ja wirklich unmenschlich. So. Alexander, was macht denn Bella? Warum geht denn Bella jetzt auf Lashley, Alter? STO-Versuch. Nee, Alexander sagt, Junge, was willst du mir von Lashley, Alter? Nimm mich doch. Töte mich, aber nicht Lashley. Gesagt, getan. Einfach einen Slam rausgehauen. Weil Bella es kann. Und der Schmeißer halt. Dann haut Bella einfach sowas raus, out of nowhere. Ja, warum denn auch nicht? BAM! Double Knee Facebuster. Oder auch Coldbreaker genannt. Spiel. Wow. Das ist ein Backbreaker. Shelton schmeißt Bella raus. Rein, meine ich. Jetzt kommt Sting. Sting gegen Alexander. Hurricanrana. So. GD. Nee, Pie Driver? Jawohl, Pie Driver von Sting. Aber der ist böse. Weil der einfach. Der kommt einfach so schnell. Das ist unfassbar. Es tut einfach weh beim Zuschauen. Der nächste Piledriver. Ja, Piledriver, Party Ping. Und der Scorpion, Deathlock. Warbreak. MVP saved. Cover. Eins. Zwei. Drei. Sting und Finn Bella gewinnen, nachdem Cedric komplett tot war am Boden. Stark und souverän. Sting und Finn Bella. Storyline technisch schwierig, das jetzt zu vermarkten, dass beide sich abchecken, aber hey. Das ist einfach die Freude, die überwiegt. Sting und Finn Bella setzen hier ein Zeichen. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann bei der nächsten Ausgabe und wir nähern uns, wie gesagt, so langsam den SummerSlam. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao.